In diesem Video zeige ich euch den Holiday Park Sator. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Video zum Holiday Park Sator. Der Holiday Park Sator ist direkt in der Nähe vom Energylandia, 5 Minuten Fußweg und ist hier sehr ruhig gelegen in der Natur. Und ich zeige euch unsere Hütte, ich zeige euch, was es sonst noch hier so gibt, sage euch natürlich auch, was wir bezahlt haben und dann natürlich auch ein Fazit am Ende. So, ich zeige euch jetzt die Hütte. Ich zeige euch den Rest tagsüber, weil es ist jetzt abends. Auf jeden Fall ist nicht so viel zu zeigen, muss man sagen. Wir kommen hier rein. Das ist Prina und da ist ein Hochbett für Daria und mich. Und das ist das andere Bett, was wir noch ausziehen müssen für Prina und Sina. Da ist ein Schrank. Wir haben auch Malstifte, ja. Holzklötzchen, eine Heizung, wir haben eine kleine Küche mit Kühlschrank und dann kommen wir auch schon zum Badezimmer. Das Beste finde ich diesen Mülleimer und den Besen hier einfach so random, weißt du? Warum? Warum steht da einfach ein Besen und dieser Mini-Mülleimer einfach vor der Dusche? Und I want, man kann sich sogar was wünschen. Ja, aber dafür ist der Park ganz in der Nähe. Ich zeige euch morgen die Aussicht, aber da sehen wir eine Achterbahn. Und da hinten ist das Riesenrad, also mit Ausblick. Und den Rest von hier zeige ich euch dann noch im Video. Ich zeige euch noch unsere Terrasse. Wir haben hier nochmal zwei Liegen. Wir haben hier eine kleine Sitzecke und einen Grill, den wir theoretisch benutzen könnten. Man kann sich hier auch Grillgut ausleihen, Kohle und so weiter. Und ja, die Preise weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich zeige euch auch gleich die Frühstückspreise. Genau, und das ist unsere Terrasse. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann auch noch Nachbarn. Und den restlichen Bereich zeige ich euch jetzt auch noch. Genau, also das ist die Frühstückskarte. Für 40 Zloty sind 10 Euro. Könnt ihr euch dann aussuchen, was ihr essen möchtet. Es gibt verschiedene Konstellationen, wie ihr sehen könnt. Kontinentalfrühstück, mit Tomaten zum Beispiel, Gurke, Zwiebeln, rote Zwiebel, Paprika. Ja, also müsstet ihr Google Translate benutzen. Ich kann zwar lesen, aber lese ich jetzt nicht alles vor. Genau, also 40 Zloty fürs Frühstück könnt ihr euch hier dann noch dazu kaufen. Müsstet ihr aber abends vorher Bescheid sagen. Bis 20 Uhr müsst ihr da Bescheid sagen, dass ihr das Frühstück gerne am nächsten Tag haben möchtet. Und dann wird es euch auch ans Häuschen gebracht. Genau so sieht das hier dann aus, wenn man hier lang läuft. Verschiedene Hütten, verschiedene Größen, natürlich auch verschiedene Preise. Das ist, glaube ich, hier so ein luxuriöseres Haus, nicht so wie bei uns. So eine Mini-Hütte, hier rechts sind diese Mini-Hütten. Und hier links sind halt diese luxuriöseren Häuser. Genau, die sehen so aus. Und hier vorne habt ihr dann auch einen Parkplatz, der natürlich im Preis inklusive ist. Hier könnt ihr euer Auto auch stehen lassen, wenn ihr dann zum Energylandia möchtet. Und ja, wir gehen jetzt mal da lang. Gehen wir mal gucken. Die haben nämlich auch hier so Zelthäuser. Und die zeige ich euch jetzt auch noch. Und hier gibt es anscheinend so eine große Grillhütte noch mit so einem Schwenkgrill. Da kann man dann auch grillen, aber hier wird gerade das Frühstück eingenommen. Es gibt auch eine Sauna und einen Whirlpool, den man sich anmieten kann. Da weiß ich die Preise aber aktuell auch nicht. Wurde uns alles am Anreisetag gesagt, aber vielleicht steht das da gerade. Ansonsten gibt es hier, wie gesagt, diese Zelte. Ich weiß nicht, ob die auch ein Bad haben, aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Genau, die gibt es hier. Die haben auch einen Grill. Es hat so wie so einen Vorgarten, aber die haben auch eine Küche da. Ich weiß nicht, was dann dahinter ist. Wahrscheinlich die Schlafzimmer und das Bad. Auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, hier, wie gesagt, 50 Zloty pro Stunde, pro Person, kostet hier dieses VIP-Spa. Das sind 12,50 € die Stunde.
Und genau, ich habe eine Hängematte, einen Whirlpool, ein Jacuzzi und eine kleine Fasssauna da hinten. Dann habt ihr hier so ein Badminton. Könnt ihr theoretisch Badminton spielen, ihr könnt hier Fußball spielen. Es also ist nicht mega groß, sehr einfach hier durchzulaufen. Hier diese Zelthäuser. Also ich finde die sehr interessant, ich würde da gerne mal reinschauen. Ist auch gut gebucht aktuell. Und hier gibt es noch ein Trampolin, so einen kleinen Spielplatz. Und man gibt auch einen Fahrradverleih, der ist kostenlos. Also man kann sich einfach die Fahrräder nehmen und hier so eine kleine Fahrradtour machen. Ist auf jeden Fall auch richtig cool. Die habt ihr da vorne. Also hier habt ihr die Fahrräder. Die könnt ihr euch ausleihen. Wie gesagt, kostenlos. Kann man sich einfach wegnehmen, sind ja nicht mal angeschlossen. Und hier durch die Gegend cruisen. Hier ist die Rezeption. Hier sind wir angekommen. Auch sehr netter Empfang, muss man sagen. Also der Empfang war echt herzlich, sehr, sehr nett. War auch gar kein Problem, wenn wir ein bisschen später kamen. Das einzige Problem, was wir hatten, ist, dass wir den Restbetrag in bar bezahlen mussten, weil angeblich die Maschine an dem Tag kaputt war. Hier gibt es einen Snackautomaten. Hier gibt es so Roller, die man sich anscheinend auch, so E-Roller, die man sich anscheinend auch dann mieten kann. Und hier habt ihr diese Grillstation, also diese Grill-Packages, die man sich hier auch dann ausleihen kann. Das Grillgut, also Fleisch und so, müsstet ihr euch dann selbst besorgen. Aber hier so das ganze Equipment könntet ihr euch hier ausleihen. Dann gibt es hier nochmal einen Spielplatz. Ein Trampolin. Und nochmal Badminton. Und da vorne gibt es sogar einen Pool. Also gibt es hier Liegen. Und dann gibt es da vorne noch so einen kleinen Pool, den Debris, den man dann auch nutzen darf, der im Preis inklusive ist. Genau, seht ihr. Ja, mal gucken, wie warm das Wasser ist. Ah, geht. Ja, das war's schon. Mehr kann ich euch hier nicht zeigen. Und mein Fazit bekommt ihr jetzt. Ja, was sage ich denn jetzt zum Holiday Park Sator? Ich glaube, ich würde es euch nicht empfehlen. Wir haben für 3 Nächte, für 4 Personen, 425 Euro bezahlt insgesamt. Macht ungefähr, ja, knapp, sagen wir, 105 Euro pro Person für 3 Nächte. Ja, wenn man es unterbricht, ist es gar nicht so schlecht. Aber man muss ja auch bedenken, wir sind in Polen. In Polen, ich weiß auch von Carsten zum Beispiel, dass es hier in der Nähe auch schöne Airbnbs gibt, die man mieten kann, die auch wesentlich günstiger sind. Wir haben halt den Vorteil hier zur Nähe zum Park. Also das ist auf jeden Fall ein klarer Vorteil. Wir haben die Nähe zum Park, 5 Minuten, ich würde vielleicht auf 10 Minuten aufstocken, 10 Minuten Laufweg, man kann hier das Auto parken, man ist relativ schnell dann wieder hier. Das ist auf jeden Fall ein klarer Vorteil. Aber der Preis plus das, was man geboten bekommt hier in unserer Hütte, ist halt nicht preisgerechtfertigt für das Land, wo wir sind, finde ich jetzt persönlich. Es ist sehr eng für uns vier. Klar, uns macht das jetzt nicht so viel aus, aber es ist halt natürlich trotzdem eng. Das Bad ist nicht besonders groß und wie gesagt, für den Preis, den wir bezahlt haben, und die anderen Häuser waren natürlich wesentlich teurer. Also das war schon noch das günstigste Haus, was wir hier gefunden haben für das Wochenende. Klar, es ist auch noch Pfingsten, das muss man auch noch dazu sagen, Pfingstwochenende. Ich weiß nicht, wie die anderen Hütten sind, aber wie gesagt, die sind ja nochmal teurer. Aber die Lage ist natürlich ein Pluspunkt. Das Personal ist alles super nett und so. Es ist auch gepflegt, es ist sauber, das kann man nicht sagen. Aber ich finde es halt viel zu teuer. Genau, und im Umkreis gibt es super schöne Airbnbs, muss man zwar mit dem Auto dann mal herfahren. Die Parkgebühren am Park sind 5 Euro pro Tag, muss man halt dazu rechnen. Aber wenn wir mehrere Personen sind, ist das auf jeden Fall nicht so schlimm. Dennoch wollte ich euch das trotzdem zeigen, damit ihr, wenn ihr vielleicht das Energylandia besuchen wollt, besser Bescheid wisst oder euch das egal ist oder vielleicht ihr eins von diesen Zelthütten ausprobieren wollt. Ich wollte es euch trotzdem zeigen, aber meine Meinung sagen. Und ihr wisst, ich bin ehrlich.
und rede hier nicht schön. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ein kleiner Einblick hier in den Holiday Park Sator. Wir hatten trotzdem eine tolle Zeit und wir haben da keine Hemmungen, und so nah beieinander zu übernachten und so weiter zu viert. Ja, aber wir hatten trotzdem eine schöne Zeit und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.